Vielleicht kann ich auch Plant Fiber als Treibstoff benutzen. Ich sollte aber nicht zu viel Damage nehmen. Habe ich hier irgendwas, das einzuschmelzen ist? Ja, Eisen. Cool, wenn das... Oh! Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich gestorben bin. Das ist hier wieder so eine Affenanlage. Es soll ja zufallsgeneriert sein. Aber die kommt mir irgendwie doch arg vertraut vor. Das war ungeschickt, einfach nur ungeschickt. Ich merke gerade, dass ich völlig vergesse zu kommentieren. Das ist ein tolles Gameplay, oder? Völlig ohne Kommentar. Ach Gott. Ja, es ist halt... verlangt etwas Konzentration hier auch. Huch, dafür kann Wandsprünge machen? Ooh.
Oder ist das... Ach, der Pulsjump ist ein Doppeljump. Das ist nice. Ich muss auch darauf achten, dass ich nicht jetzt drauf gehe. Ich kann ja nur 100 Stück davon machen. Es hat fast mein gesamtes Planfiber aufgebraucht, aber bis ich 100 Stück verbraucht habe, dauert das wohl noch mal lang. Das ist Lock the Energy Dash Crafting Gematic. Cool. Energy Dash, das ist vermutlich ein Dash. Also Seitensprinter-Dingsens. Aua, das hat mir Fallschaden gegeben. An den Doppeljump muss ich mich jetzt aber auch erst nochmal gewöhnen. Ja, diese Affen, na gut, Tempel, Dungeons, na gut, ein Dungeon, das ist ja nicht wirklich. Das ist ja wirklich eine Testkammer, die darauf ausgelegt wurde, geschafft zu werden von einem Affen. Von einem Apex. Aber vielleicht ist es auch von den Menschen gemacht und es ist ein Trainingslager oder so. Coole Nächte hier. Ist schon gefallen. So, jetzt hätte ich gerne eine Axt, die das ein bisschen schneller macht. Bei so vielen kleinen Bäumen wäre das echt hilfreich.
es ist eine. Nee, gar nicht. Mach Licht. Ich bin ein Gott, ich mache Licht. So, die beiden Bäume fallen auch noch. Woher weiß er, dass ich einen Typen auf der anderen Seite des Planeten umgelegt habe? Cool, ein rotes Stimpack und eine weitere Basis. Okay, ich nehme lieber das Licht. Ach, das ist die Affenbasis, die erstreckt sich bis hier hinten. Das ist einfach nur ein Raider Außenposten. Holzgriden ist echt spannend, was? Natürlich, das Ding ist freundlich, sieht aus nach Haar aus. Das Ding wird mich wahrscheinlich. Ich kann nicht mal komplett dem Ei entkommen. Geht bereits auf Metzeljagd. Ich kann mich in Zukunft vor echt großen Schäden bewahren, glaube ich. Bandits Hood. Hood. Aua. Oh, Moment mal, warum gammelten die hier rum? Ist ja nichts. Vielleicht einfach nur hier rüber gewandert. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier so viel Licht noch ist im Vergleich zu den anderen Planeten, weil hier hinten der angeschienen und leuchtet. Also der angeschienen wird und leuchtet. Okay, jetzt sind wir hier einmal rum um den Planeten. Ich falle, hier bin ich nämlich schon einmal gelaufen. Warte mal, war da gerade Gold? Nein, Kupfer. Ich brauche jetzt Gold. Das reicht nicht tief genug. Ich kann mich auch erstmal zurück zum Schiff teleportieren und den Tech einbauen. Ach so, ja, warte.
Wie kann ich den Energy Dash einsetzen? Es gibt ja hier back to library, control yourself. Also, jump, interact. Crafting, quest, journal. Nein. Das brachte mir nichts. Ja, jetzt... Dirty Looking Dirt. Achso, ich hatte das Ding noch aktiviert. Das ist eine ziemlich große, ziemlich leere Höhle. Das muss man einfach mal so sagen. Was ist denn das? Mushroom Block. Pilzblöcke. Da ist aber was. Was ich will. Silberrohr. Huch, es ändert sich der Hintergrund. Schlamm. Mit Silberrohr drin. Und es geht weiter hinab.